Kellerauflösung in der Diesterwegstraße in Halle. Eine Anwohnerin plant ihren Umzug und die Sachen in ihrem Keller sollen weg. Dass die Sachen im Müll landen, möchte er gerne verhindern. Mein Name ist Ronny Schneider und im Nebenerwerb mache ich Haushaltsauflösung, Entsorgung, Entrümpelung und es halt mit dem nachhaltigen Ansatz, nichts wegzuschmeißen. Nichts wegzuschmeißen? Leichter gesagt als getan. Wir haben Ronny bei der Entrümpelung begleitet und das war gar nicht so einfach, denn Entrümpeln heißt vor allem eins, sortieren. Ansonsten landen die meisten Sachen nämlich hier. Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg wurden 2018 rund 15.555.000 Tonnen Haus- und Sperrmüll in Deutschland eingesammelt. Das macht 187 Kilogramm pro Einwohner. Dagegen möchte Ronny Schneider etwas tun. Ich habe eine Firma gegründet, die sich um Nachhaltigkeit kümmert. Deren Ansatz es ist, die Nachhaltigkeit in die Gesellschaft zu multiplizieren, alles was dazugehört. Und nach gewissen Standards dann eben Haushaltsauflösung durchzuführen. Und die Standards sind, ja, kein Müll anfallen zu lassen. Das heißt also, verkaufen, verschenken, spenden. So wie wir das heute auch gemacht haben, an ukrainische Flüchtlinge gespendet. Und wenn das alles nicht nützt, dann upcyceln. Wenn man das nicht verwenden kann, kann man es upcyceln. Und wenn das auch nicht geht, dann im ordentlichen Recycling-Prozess zuzuführen, sodass man halt quasi wirklich keinen Restmüll anfallen lassen. So, das ist meine Mission. Dann könnt ihr das noch mit rein tun. CDs und Bücher bringe ich immer in die Bibliothek von der AWO. Und die sortieren dann selber aus, was sie damit reinstellen oder was sie verschenken. Weil weder Ukrainer noch Afrikaner können unsere deutsche Literatur gebrauchen. Laut Statistischem Bundesamt ist Deutschland der größte Exporteur von Kunststoffabfällen in der EU. 2021 wurden ca. 760.000 Tonnen Plastik ins Ausland exportiert, vor allem in asiatische Länder. Die Zahlen sind rückläufig, unter anderem, weil nun viele Länder Einfuhrbeschränkungen beschlossen haben. Dazu zählen zum Beispiel China, Hongkong, Indonesien oder Malaysia. Nachhaltig ist das Ganze nicht. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Na, wenn ich nach Nachhaltigkeit gefragt werde, dann habe ich das Schaubild vor Augen mit den drei Kreisen. In dem einen steht Soziale, in dem zweiten Ökonomische und im dritten Ökologische. Also es überschneidet sich. Ich finde auch, dass der Begriff Nachhaltigkeit wird immer inflationärer genutzt. Also Klimaschutz, Klimawandel, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, es wird irgendwie alles in einen Topf geschmissen. Deswegen ist es tatsächlich auch ein Ansatz von mir, zum Thema Nachhaltigkeit in die Gesellschaft multiplizieren, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Nachhaltigkeit für mich heißt im Endeffekt Ressourcen schon, Arten schützen. Ein paar Stunden später und es kehrt langsam Ordnung in unserem Keller ein. Dort, wo sich anfangs noch Kartons getürmt haben, sieht man nun eine mehr oder weniger freie Kellerwand. Insgesamt blieben von dem Keller nur 0,3 Kubikmeter Restmüll übrig. Der Rest wurde verschenkt, gespendet oder recycelt. Die Küche ging an eine ukrainische Flüchtlingsgemeinde. Jetzt noch den Transporter beladen und den Restmüll entsorgen. Wie viel man von dem vollgestellten Keller recyceln konnte, hat auch uns überrascht. Ronny lebt übrigens in einem fast vollständig entplastifizierten Haushalt. Auf die Frage, ob er sich wünschen würde, dass mehr Leute von gebrauchten Sachen leben würden, antwortet er das. Ich würde noch weitergehen. Ich würde mir wünschen, dass es alle machen. Weil ich der Meinung bin, dass die Menschheit, ich kann es jetzt nicht ausrechnen, aber mal locker Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte von gebrauchten Sachen leben kann.
Also wir müssen gerade mal, wir könnten jetzt theoretisch mal kurz Pause machen, könnten mal den Planeten kurz in Ruhe lassen und keine Materialien abbauen, Bäume fällen, weil es ist doch da. Also guck bei der Stadtwirtschaft, was jeden Tag weggeschmissen wird, das können wir auch verwenden. Das ist das, was ich mir wünsche.